Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Und heute habe ich wieder mal was ganz Spezielles für euch. Und zwar bin ich auf eine Seite gestoßen. Ich zeige sie euch gleich mal. Und zwar ist es diese Seite hier. Der eine oder andere von euch wird sie bestimmt kennen, denke ich mal. Und auf dieser Seite geht es hauptsächlich um Natural oder nicht. Das heißt, für alle Stoffer unter euch Vorsicht. Sonst werdet ihr hier auf dieser Seite aufgelistet und das wollt ihr bestimmt nicht. Aber was mich geschockt hat, hier, Natty or Not Reviews, sind 25 Seiten mit Leuten, die vermutet wird, dass sie auf Stoff sind. Und ich war echt geschockt, als ich gesehen habe, wer da alles dabei ist. Also ihr seht, ich habe hier mal ein paar Seiten offen. Es sind viele Leute von YouTube. Also die Fitness-YouTuber. Es sind aber auch viele Leute, die nichts mit YouTube zu tun haben. Also ganz normale Bodybuilder. Und ja, was soll ich sagen? Ich weiß langsam nicht mehr, wem man was glauben kann oder nicht. Mir ist es eigentlich auch schlussendlich egal. Aber weil ich, ja, wie gesagt, trainiere ja für mich eigentlich und für niemand anderes. Und ja, es hat aber doch ziemlich krass meine, wie soll ich sagen, Einstellung zu dem Ganzen und zu den Leuten ein bisschen beeinflusst. Natürlich kann man sagen, das, was hier alles steht, ist alles scheiße, aber ja, irgendwie, irgendwo hatte schon ein paar Dinge, die ja was dran haben, kann man nicht anders sagen. Und ja, es ist wirklich erstaunlich, welche Leute und vor allem wie viele Leute es eigentlich sind, die auf Stoff sind, und sie haben hier wirklich gute Vergleiche mit Stoffern von früher. Aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass hier alle Leute, die ich gezeigt habe oder die hier auf dieser Seite sind, natürlich auf Stoff sind. Ich will niemandem was unterstellen, auf keinen Fall. Und wie schon gesagt, mir ist es auch eigentlich scheißegal. Ich bin nur heute über diese Seite hier gestoßen und war ein Stück weit geschockt. Ja, also Leute, guckt euch das an, nattyornot.com, klickt hier auf Natty or Not Reviews und guckt euch mal ein bisschen um, was es hier so gibt für die Leute, die sich für sowas interessieren. Wie gesagt, ich war eigentlich nur geschockt von all den Namen, die man hier liest, und ja, ich bin eigentlich auch enttäuscht von einigen Leuten. Wenn das wirklich stimmen sollte, dann ja, bin ich ein Stück weit auch enttäuscht. Gut, Leute, schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt über die ganze Seite hier. Ist es echt? Ist es fake? Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr allgemein von Stoffern haltet. Ich halte eigentlich nicht viel davon, aber mir ist es egal. Ich trainiere für mich. Und ja, hinterlasst einen Daumen, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.